Also der Nachlass von Ruth Lanzhoff York, den wir ja so ein bisschen wie eine Wundertüte geschenkt bekommen haben. Und dann kam plötzlich eine Frage wie aus dem Nichts in die Archivabteilung. Interessiert ihr euch für einen Nachlass von dieser Ruth Lanzhoff? Und da gäbe es auch zum Beispiel Briefe von Klaus Mann und ein paar andere Dokumente, die irgendwie zu der Exilsammlung passen könnten. Und aufgrund dieser Aussagen haben wir gesagt, klar, schicken Sie das mal, wir begutachten das hier. Und dann kam es im Sommer vor einigen Jahren, vor 3, 4 Jahren hier an. Und dann war ja erst der erste Aha-Effekt, es ist ja auch in die Öffentlichkeit gegangen, waren eigentlich die Fotos in diesem Bestand. Es ist eben sehr viel Josephine Baker drin und es sind auch Marktfotos von Ruth Lanzhoff. Und parallel. Da und das Interesse ist doppelt. Das ist zum einen da an dieser Art zu schreiben, die irgendwie doch so etwas ist wie eine also Ruth Lanzhoff ist doch so etwas wie eine Vorläuferin der heutigen Popliteratur, muss man sagen. Ich machte schon sowas Ähnliches, auch mit diese berühmten Listen und dieses ganze auf Mode gucken und dieses so wie direkt vom Journalismus in die Poesie gehen. Sowas hat sie wirklich schon versucht um 1900. Ja, und dazu kommt der ganze Glamour mit den ganzen Schauspielerinnen. Das ist ein ganz tolles Ding, finde ich. Das. Das habe ich immer noch nicht genau datieren können. Das muss aus den 40er Jahren kommen, wo Ruth Lanzhoff dann nach verschiedenen Stationen im Exil in den USA gekommen war. Das müsste eigentlich aus der Zeit kommen, wo sie in Kalifornien war. Und da hat sie eben ein Jahr offenbar zum Geld verdienen, versucht im Grunde ihre Biografie, die so irre war, als arme Exilantin, die sie dann ja war. Also die hat ja nicht unter tollen Verhältnissen gelebt. Von dem York hatte sie sich auch wieder getrennt. Eben in einer Vortragsreise umzumünzen. Also das ist etwas ganz anderes als die Vortragsreisen, jetzt, die ein Thomas Mann gemacht hat zur selben Zeit, die rein politisch waren. Hier ging es tatsächlich darum, es ist natürlich auch wieder so gendertypisch, erstmal jetzt wird über Showbusiness erzählt im Grunde, ne? Oder erweitertes Showbusiness, muss man sagen. Denn hier diese Liste mit oft falsch geschriebenen Namen, die enthält interessante Leute. Arturo Toscanini, mit dem war sie wirklich befreundet, ist eine lange Geschichte. Albert Einstein kannte sie gar nicht so schlecht, wird hier aber auch mehr so als Showbiz vermarktet, ne? Paul Valéry, falsch geschrieben. Thomas Mann ist interessant, denn den hat sie schon kennengelernt als Kind, weil sie nämlich eine Nichte von Samuel Fischer war und dann im Garten einfach gespielt hat und da wurde wohl manchmal mit Thomas Mann Cricket gespielt. Charlie Chaplin ist auch irgendwie nicht erfunden. Man denkt immer, das ist alles, die denkt sich das alles aus, aber die kannte die wirklich alle. Charlie Chaplin hat sie mal so Berlin erkundet, also sie war eigentlich seine Begleitung, dann offiziell ihn in Berlin, durch Berlin zu führen. Salvador Dali, Oskar Kokoschka oder Greta Garbo, das sind solche Beziehungen, die waren eben wirklich da. Am interessantesten ist vielleicht die Beziehung zu Marlene Dietrich, denn Vollmüller, der so etwas war wie, naja, die waren nicht verheiratet, aber das war schon so eine Art Ehemann von ihr, der auch diese Fotos gemacht hat.
Aber es gibt auch ganz politische Stücke. Es gibt ein Stück über ein Attentat auf Hitler zum Beispiel. Also lange, lange vor dem 20. Juli. Oder es gibt hier diesen Roman 60 to Go. Ihre Namen variiert sie auch immer so ein bisschen. A Novel of the Riviera Underground. Und da geht es eben tatsächlich darum, dass man eben an der Riviera ja, Menschen ausschifft. Also, dass man eben überlegt, wie man irgendwie in den 40er Jahren aus Frankreich rauskommt. Das ist in New York 1944 erschienen. Und das ist eher ein Unterhaltungsroman, würde ich mal sagen, oder leicht geschrieben. Aber man merkt plötzlich, da ist eine sehr ernste politische Autorin unterwegs. Und die irgendwie die Konsequenz zieht und eben auch arbeitet. Und sie publiziert dann eben später in der Nachkriegszeit, das sind alles hier so ein bisschen marode Bücher, die auch aus diesem Bestand kommen, der mal ja wirklich jahrzehntelang auf einem Dachboden in New York gelegen hat und dann eben zu uns kam. Aber hier, das ist zum Beispiel diese Bodega Oscure, das ist so eine Zeitschrift, da gibt es auch ein Heft, was glaube ich Ingeborg Bachmann und Paul Celan zusammen rausgegeben haben. Ich weiß gar nicht, ob das dieses ist. Nee, das ist hier Giorgio Bassani, das war aber auch ein wichtiger Autor, der hier diese Ausgabe herausgegeben hat. Aber da sieht man auch mal die Gesellschaft, in der sie sich dann plötzlich bewegt hat. Hans-Magnus Enzensberger, Nelly Sachs, Ruth Lanzow-York, Rainer Brambach, heute vergessen, war auch ein berühmter Lyriker damals. Max Bense, Hilde Domin, Manfred Günzel sagt mir jetzt auch nichts. Kuno Reber war ein Autor, Helmut Heißenbüttel hat später einen Büchnerpreis bekommen, ne? Uwe Jonsson. Da merkt man, also in kurzer Zeit ist sie dann plötzlich auch so eine richtige, ja, nicht nur eine wichtige Vermittlerin, sondern auch wieder eine anerkannte Autorin. Ist auch wieder so eine merkwürdige politische Publikation zum Tod von John F. Kennedy. Also da ist sie, glaube ich, auch wieder dabei. Sonst wäre es nicht dabei in dem Nachlass plötzlich. Da. Ruth Lanzow, ein Gedicht über John F. Kennedy. Einer von den Klaus-Mann-Briefen, das ist glaube ich auch, sind nicht so wahnsinnig viele drin, von denen man ganz am Anfang die Rede war. Der müsste auch hier irgendwo liegen. Mal gucken. 1939. Ich glaube, da geht es irgendwie nur um Literarisches. Liebe Ruth, vielen Dank für betrübte Nachricht und für hübsches Manuskript. Ja, ich finde es hübsch, es gefällt mir. Es hat Charme und einen liebenswürdig verspielten Tiefsinn. Ich bin für diese Art von mystischem Realismus sehr empfänglich. Ich bin überhaupt sehr für Engel. Leider bin ich nicht der Herausgeber eines amerikanischen Magazins. Um nur offen zu sein, bei denen sehe ich wenig Chance. To begin with, deutsche Manuskripte kann man nirgends anbieten. Ist doch ganz interessant, wenn man darüber überlegt, was diese Exilsituation ist. Auch die deutschen Erfolgsautoren, die Autoren ja auch, die kommen nach Amerika und kriegen einfach nichts hin. Also deutsche Manuskripte kann man nirgends anbieten. Die Leute verstehen sie nicht. Wer aber sollte es geschwind übersetzen? Wer sollte den Translator geschwind bezahlen? Dies ist nicht das einzige Bedenken. Ich fürchte, der naturalistische Märchenton uns recht natürlich würde hier befremden. Nur ein ganz ausgefallenes Magazin, das den Ehrgeiz zum Kontinentalen, in Anführungszeichen, hat, käme in Frage. Deshalb denke ich an eine gewisse Mrs. Dorothy Norman in New York City. Sie gibt eine Sache heraus, twice a year. Gar nicht übel, Beiträge von Malraux, Kafka, naja, ist natürlich Postum Silone und so. Sie könnten ihr jedenfalls einem Schreiben so im Allgemeinen unter Berufung auf mich. Dann sollten Sie eine Übersetzung Ihrer Angel Story anfertigen lassen, würde ich Ihnen raten, sie eben dieser Dame anzubieten. Freilich kann ich nicht garantieren, dass die Kapitalinvestition in die Übersetzung, Kapital muss es wahrscheinlich heißen, die Kapitalinvestition in die Übersetzung sich rentieren wird. Ein deutsches Manuskript schicke ich an Annemarie, das ist wieder Annemarie Schwarzenbach, dass man wieder schließt sich der Kreis, ja 1939.
Vielleicht gibt es in der lieben, alten, kleinen, dummen Schweiz eine Möglichkeit. Let's hope for it. Lies es in Eile und Herzlichkeit. Ich bin nicht weniger unruhig als Ihre Engel. Ständig unterwegs, morgen nach Chicago, von dort nach Kanada, dazwischen Princeton und New York mit viel Arbeit. Man ist emsig und hurtig und unermüdlich. Inzwischen bereitet sich quälend langsam die Apokalypse vor. Also der Krieg ist ja gerade, bist du schon ausgebrochen, ne? Oder? Ja, 4.2.39. Lassen Sie es sich möglichst gut gehen und geben Sie wieder mal Nachricht. Du, ist auch von Erika. Tuavu, Klaus.